Was bedeutet Dynamikumfang? Denn der Dynamikumfang ist der darstellbare Bereich zwischen dem hellsten und dem dunkelsten Bereich in dem Bild. Und das wird gemessen in Blendenstufen. Eine Blendenstufe bedeutet doppelte Helligkeit. Und hier habe ich die Kerze, weil die Kerze ist ein gutes Beispiel dafür, dass man, wenn man in einem komplett schwarzen Raum eine Kerze reinstellt und möchte die doppelte Helligkeit haben, dann setzt man eine weitere Kerze rein. Wenn man jetzt aber die doppelte Helligkeit von zwei Kerzen haben möchte, nicht eine weitere, immer plus eins addieren, sondern es ist logarithmisch. Das heißt, ihr müsst immer das Doppelte nehmen. Also von 1 auf 2, von 2 auf 4, von 4 auf 8 und so weiter. So, und wir haben jetzt folgendes Problem, das heißt Problem, ja, die Situation, dass die Welt da draußen oder was wir halt filmen, hat immer mehr Dynamikumfang, als unsere Kamera aufzeichnen kann. Und unsere Kamera kann immer mehr Dynamikumfang aufzeichnen, als unser Ausgabemedium, auf dem wir den Film sehen. Und zwar hat unsere, alles was wir an Monitoren haben, ob das jetzt das Laptop-Monitor ist oder vom Beamer oder auf dem Handy oder auf dem Fernseher, das hat alles 6 Blenden Dynamikumfang, mehr nicht. Ja, es gibt Ausnahmen, HDR-Displays, HDR10, HDR10 Plus, Dolby Vision, aber bevor ich das jetzt weiter vertiefe, ich reiße es nur kurz an, es ist viel Marketing-Blabla, müsst ihr euch so vorstellen wie Mediamarkt, wenn die Pfeile auf die Kamera zeigen, oh, 48 Megapixel, und die Leute sagen, geil, es ist eine geile Kamera, weil die 48 Megapixel hat. Nein, ist sie nicht, und das Gleiche ist halt so Marketing-Blabla mit HDR-Monitoren. Aber wie gesagt, das Thema lasse ich jetzt weg. Also, wir haben 6 Blendenstufen bei SDR, also Standard Dynamic Range, in allen Monitoren, die wir haben. Also auch der Kameramonitor, der vielleicht eine tolle Zeichnung im Himmel anzeigt, auch der hat nur 6 Blenden Dynamikumfang. Ja, 5 Minuten, okay. Und zwar ist es so, dass wir den Dynamikumfang messen in Blendenstufen. Und es gibt so 2 Grenzen, die wir haben, einmal weiß und schwarz. Schwarz ist nicht gleich schwarz. Also dieses Schwarz hier beispielsweise ist kein Schwarz, auch wenn wir es als schwarz wahrnehmen, weil es immer noch Licht reflektiert von beispielsweise dieser Leuchte und so weiter. Oder wenn ich jetzt ein weißes Blatt halte oder hier, dieses Flipchart ist, nehmen wir als weiß wahr, aber es ist eigentlich nicht weiß, kein richtiges Weiß, weil es keine Leuchtquelle ist. Dieses Flipchart hat sicherlich eine Helligkeit von unter 90%. Und alles, was über 95% Helligkeit ist, hat weiß. Weil alles, was über 95% Helligkeit ist, ist quasi eine Lichtquelle. Und alles, was unter 5% Helligkeit ist, ist schwarz. Und so definieren wir das. Und dementsprechend ist SDR, weil wir immer eine Blendenstufe als doppelte Helligkeit haben, nur 6 Blenden Dynamikumfang. Also von 5%, von 0 bis 5% Helligkeit haben wir eine Blendenstufe. Von 5 bis 10% Helligkeit die zweite Blendenstufe. 10 bis 20, 20 bis 40, 40 bis 80 und 80 bis Maximum. 6 Blenden Dynamikumfang. Jeder Monitor, den ihr euch anseht, Fernseher, Beamer, völlig egal. Jeder Monitor, 6 Blenden Dynamikumfang. Und somit ist es gar nicht wichtig, wenn ihr jetzt eine Kamera kauft. Es gibt so ein Online, so ein Chart, da ist so eine aufgelistet, welche Kamera mehr Dynamikumfang hat. Und oftmals geht man eben nach diesem Wert, weil man denkt, oh geil, ich muss jetzt die Sony haben, die A7 R4 oder sowas, weil die hat 13,7 Blenden Dynamikumfang. Ja, alles schön und gut, aber jetzt für unseren Zweck nicht unbedingt geeignet. Also, wir haben unser Motiv hat immer mehr Dynamikumfang als das Aufnahmegerät. Und das Aufnahmegerät hat immer mehr Dynamikumfang als das Ausgabegerät.